Jo Leute, erstmal, was geht ab, meine Herren? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist eine Native American Flute. Ich habe in der letzten Zeit bei Instagram relativ viele Videos rausgehauen, wo ich diese Flöten spiele. Und viele Leute fragen mich, was ist das für eine Flöte? Und viele Leute bezweifeln, dass so ein tätowierter Typ wie ich so ein Ding spielen kann. Also es gab durchaus Kommentare, wo Leute gesagt haben, der unterlegt da irgendwelche Musik. Nein, das ist nicht so. Ich habe mich mit dieser Flöte auseinandergesetzt. Insbesondere, als ich jetzt zuletzt aus den USA zurückgekommen bin. Ich höre diese Musik tatsächlich schon mehr als ein Jahrzehnt. Ja, bin ich Zuhörer dieser Native American Flute Music. Habe mir aber selbst nie zugetraut, das Ganze zu spielen. Ich dachte, es wäre zu schwer. Ja, aber es gab durchaus Zeiten schon in meiner Vergangenheit, Milieu und was weiß ich, wo ich zur Entspannung solche Musik gehört habe. Dann habe ich einen Bekannten von mir getroffen auf dieser Reise in den USA, der mir gesagt hat, Max, Alter, das ist gar nicht so schwer, so ein Ding zu spielen. Dann habe ich angefangen, ja, mich damit auseinanderzusetzen und wirklich meine Leidenschaft dafür entwickelt und spiele seitdem tatsächlich jeden Tag. Das ist meiner Meinung nach ein wunderschönes Instrument, ein wunderschön beruhigendes Instrument und ein Instrument, was auch sehr viel Geschichte irgendwo mit sich bringt, mit dem man sehr viele Gefühle sprechen lassen kann. Und ich habe in der letzten Zeit gemerkt, dass seitdem ich spiele, ich dadurch auch Stress bei mir selber reduzieren kann und viele vielleicht auch negative Emotionen oder wie auch immer dadurch sozusagen aus mir ausfließen können, ohne dass ich dann mit irgendjemandem darüber quatschen muss, was natürlich ganz angenehm ist. Es gibt durchaus viele Leute so im Esoterikbereich und so, die auch mit diesen Flöten hantieren und viel mit diesen Flöten machen. Allerdings fehlt mir da so ein bisschen der Bezug zu der Herkunft. Und wie viele von euch wissen, habe ich ja verschiedenste Reisen in die USA, in verschiedenste Reservate in Anführungsstrichen unternommen und zähle viele indigene Aktivisten, Musiker zu meinen Freunden, die mir natürlich viel mehr über dieses Instrument sagen konnten und mir auch die Herkunft dieses Instruments ein bisschen näher bringen konnten. Grundsätzlich kommen solche Flöten aus Nordamerika oder Südamerika. Der genaue Einfluss ist wirklich nicht bekannt, also ob sich da zum Beispiel indigene Instrumente oder Töne gemischt haben, vielleicht auch mit Flöten, die aus Europa dann später noch eingeführt wurden. Das kann man wirklich nicht so genau sagen. Aber was man sagen kann, dass diese Flötenmusik auch trotz aller Repressalien, die es gab gegen Natives in Amerika, immer überlebt hat. Und eine Zeit lang war es, wie ich zum Beispiel in meinem Video mit der Navajo Nation auch erzählt habe, verboten Sprache zu sprechen, verboten Musik zu machen. Und dazu gehörte teilweise auch die Flöte. Und die Flöte hat sozusagen im Geheimen dann immer weiter überlebt. Ich glaube, so seit den 70er, 80er, insbesondere 90er Jahren ziemliches Revival erlebt. Ist seitdem ein Instrument geworden, was man auch tatsächlich in viel moderner Musik immer wieder hört, wo es immer wieder einfließt. Und ja, für mich war es im Grunde genommen ein wunderschöner Moment, als ich dann wirklich dazu kam, sie selber zu spielen und zu entdecken, dass es tatsächlich einfacher ist, als man denkt. Warum? Weil diese Flöte, das ist jetzt eine Sechslochflöte, auf nur 5 Löchern gespielt werden kann. Wenn man dieses Loch hier, ja, das zuhält, dann kann man in einer pentatonischen Skala spielen. Das heißt, man kann im Grunde genommen gar keine Fehler machen. Ja, man spielt einfach. Ja, und so kann man auf ganz einfache Art und Weise schon ein bisschen improvisieren. Die Historie geht dahin zurück, dass diese Flöten früher Love Flutes genannt wurden. Das heißt, wenn jemand bei einer Frau gut ankommen wollte, dann hat sich zum Beispiel ein junger Krieger vor das Tipi der Frau gestellt oder der Familie, wo die gelebt hat, und praktisch ein Lied gespielt. Und wenn ihr das Lied gefallen hat, dann hat sie vielleicht diesem Werber die Chance gegeben, dass sie dann auch mal mit ihm redet. Ja, deswegen gibt es zum Beispiel bei den Kiowa oder sowas den Begriff für diese Flöte, dass sie Love Flute oder Liebesflöte genannt wird.
Für mich ist es wirklich eine Art des Ausdrucks, des Gefühle zum Ausdruck bringen. Und das macht einem diese Flöte sehr einfach. Ich habe zum Beispiel die Flöte auch mal mit in den Wald genommen. Im Wald selber ist mir aufgefallen, dass die Vögel sofort auf diese Flöte reagieren. Denn zusätzlich zu der Herkunft, dass es so eine Love-Flute war. Kennst du schon meinen Podcast Von der Straße in den Wald? Ich erzähle meine ganze Lebensgeschichte, wie ich zu dem wurde, der ich heute bin und vor allen Dingen, was die Natur damit zu tun hat. Wenn du eine Geschichte voller Ups und Downs hören willst, durch verschiedene Milieus, eine Reise durch die Jahrzehnte, dann ist Von der Straße in den Wald genau das Richtige für dich. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Plattformen und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich freue mich auf dich. Kann man auch sagen, dass die Töne sehr Vögelgeräuschen nachempfunden sind. Ja? Also wenn man ein bisschen spielt, gerade einzelne Noten. Dann hört man im Grunde genommen schon diese Vögelgeräusche. Und für mich als Waldfreund war es total interessant, als ich das erste Mal mit diesem Ding im Wald war. Und die Vögel ganz extrem darauf reagiert haben, als ich gespielt habe. Das war für mich persönlich ein wirklich total schöner und intensiver Moment, der mir viel bedeutet hat. So mache ich mit diesem Instrument tatsächlich in den letzten Monaten sehr viele Entdeckungen. Wir haben jetzt gerade noch Winter. Ich bin total gespannt darauf, wie es im Sommer ist. Auch wenn ich im Sommer auf Terrasse oder wie auch immer spielen kann. Ich glaube, dann wird es nochmal schöner, nochmal intensiver für mich. Und ich möchte auf diesem Weg einfach und Menschen da draußen auch irgendwo ermutigen, wenn man denkt, man kann etwas nicht, einfach mal ausprobieren, dann hat man vielleicht viel schneller einen Zugang zu etwas, von dem man gedacht hat, das könnte ich, das kann ich nie, das klingt so schwer. Das war bei mir in dem Fall eben so gewesen, dass es nicht so war. Und für mich eine perfekte Kombination zu dem auch ist, was ich ja persönlich mit mir auch mache, dass ich einen spirituelleren Weg gehe, einen Weg, wo ich versuche, mit mir selber besser klarzukommen, mit anderen besser klarzukommen und diesen Naturaspekt auch gerade mit einfließen zu lassen, da diese Flöte einen sehr, sehr großen Einfluss aus der Natur hat. Also ich kann es nur jedem empfehlen, wenn jemand da draußen das gerne versuchen möchte, dann macht es mir nach, probiert es aus. Zu den Preisen von solchen Flöten, es variiert, du kriegst schon Flöten ab 60 Euro irgendwie. Sowas, was ich jetzt hier habe, kostet so um die 200 Euro. Man sollte schon irgendwo, glaube ich, so 150 Euro, ab 150 Euro aufwärts investieren, und damit man eine vernünftige Flöte kriegt, damit der Klang und vor allen Dingen auch die Langlebigkeit gegeben ist. Flöten sind aus unterschiedlichem Holz und da kann ich auch noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Ich persönlich habe gemerkt, dass zum Beispiel das eine Flöte, die aus Eiche ist, dass Flöten, die in Nordamerika zum Beispiel hergestellt werden, aus Zeder oder so, gerade bei unseren Luftfeuchtigkeitsverhältnissen, Kälte und diesen ganzen Wetterwechseln, Feuchtigkeit, hier gerade draußen, wenn man sie spielt, Probleme haben, weil die Atemluft, die ja dann sozusagen viel Wasser auch hier in die Kammer sprüht, dann dort relativ viel gespeichert wird, weil die das gar nicht so absorbieren können. Und sowas wie die Eiche zum Beispiel, die hier von uns kommt, die kann das viel besser. Und dementsprechend, da kann man auch ein bisschen drauf achten, wenn man sich dafür interessiert. Ja, und diese Komponente des Wohlfühlens irgendwie, das ist auch nochmal was, was ich gerne ansprechen möchte, was Leute bei mir teilweise unter die Videos geschrieben haben. Ich mache immer so kleine Flötenvideos, dass sie sagen, hey, ich kann super dazu einschlafen. Ja, wenn man sich mal vorstellen, wenn man mit sowas beginnt und dadurch auch mehr Entspannung für sich selber entwickelt irgendwie, dass man ja dann sich selbst sozusagen besser in den Schlaf bringt, entspannt, beruhigt, ein bisschen was Meditatives irgendwo macht, ja, anstatt einfach nur zuzuhören. Ne? Deswegen, das Ausprobieren, finde ich, ist immer sehr wichtig. Allerdings, und das möchte ich nochmal dazu ansprechen, finde ich es ganz wichtig, dass man lernt und respektiert, wo so etwas herkommt. Ja? Denn viele Leute nutzen etwas, das ja aus anderen kulturellen Bereichen kommt, nehmen sich das an, aber geben sozusagen nichts wieder. Und das sind ja auch Dinge, die ich versuche mit meinen Videos anders zu machen, weswegen ich so viele Freunde von mir, indigene Freunde zum Beispiel, besuche und versuche, die Kultur und den Respekt dafür euch rüberzubringen und auch zu erklären, dass unsere eigene indigene Geschichte genau das Gleiche auch beinhaltet teilweise und wir sehr viele Parallelen haben. Nur, dass es bei uns schon viel weiter zurückliegt. Deswegen sind wir aber auch so affin, wenn wir so ein Instrument hören. Denn es erweckt in uns unsere wirklich ursprünglichen Instinkte,
die irgendwann in der industrialisierten Welt sozusagen verloren gegangen sind. Und das ist ja auch was Schönes, wenn man sozusagen zu seiner inneren Ruhe und zu seinem Ursprung irgendwo zurückkehren kann. Und ja, dafür steht die Flöte und so sehe ich die Flöte auch für mich. Es war für mich ein wichtiger Schritt, nochmal in eine andere Richtung, auch menschlich nochmal was anderes zu machen, was anderes auszuprobieren. Und ja, so kann man mich heute, Max Cameo, mit den ganzen Tattoos, aber mit der Flöte sehen. In diesem Sinne, Leute, das war ja mal ein Video für die ganzen Leute, die sich ein bisschen mehr für den Inhalt interessieren, damit ihr ein bisschen Input dazu habt, woher kommt die Flöte. Und falls ihr mehr Fragen dazu habt, schreibt sie in die Kommentare und ich versuche sie zu beantworten und vielleicht noch ein paar mehr Videos zu machen. Und jetzt spiele ich noch ein bisschen was für euch und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.